Es ist immer wieder diese Frage da, wie kann ich quantenmäßig meine Realität shiften? Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin, dass es schnell geht? Schnell ist immer wieder ein Begehren. Ich muss es schnell haben. Ich muss schnell shiften. Ich muss quantenmäßig shiften. Und es ist möglich. Es ist möglich, alles schnell zu haben. Es ist möglich, schnell jemand anders zu sein. So schnell, wie es für dich möglich ist. Durch und durch. Mit Haut und Haaren jemand anders zu sein. So schnell veränderst du deine Realität. Und das ist die Frage. Wie schnell erlaubst du dir, jemand anders zu sein? Dazu musst du natürlich erstmal wissen, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du jetzt? Und wer willst du sein? Wer bist du jetzt? Und wer willst du sein? Und das ist diese Arbeit, die einfach zu machen ist. Stell dir das mal vor, ich rede jetzt mal in Business-Sprache. Stell dir vor, du machst ein Rebranding von einem Produkt. Ein Rebranding. Es ist genau das Gleiche, was du bei dir selber machen musst. Ein Rebranding. Du musst dich rebranden. Und wenn du wirklich im Produkt denkst, ich weiß nicht, wie viele von euch, das fällt mir gerade ein, kennen Rider. Rider ist heute Twix. Ja, Rider ist heute Twix. Früher hieß es Rider. Und da war ein Rebranding möglich, nötig, weil die wollten die ganze Welt erreichen und du willst auch die ganze Welt erreichen. Du musst dir ein Rebranding erlauben. Genauso wie wenn du ein Produkt wärst. Es ist absolut nicht entscheidend, wenn du ein Produkt rebrandest, ob du das jetzt darfst, wer du früher warst. Du sagst als Brandmanager, dieses Produkt braucht ein Rebranding, weil ich möchte es anders positionieren. Ich möchte eine andere Zielgruppe ansprechen. Ja? Dann musst du dieses Produkt rebranden. Und genauso ist es bei dir. Du musst jemand anders werden. Du musst ein Personal Rebranding haben. Du kannst vielleicht sagen, ja gut, ich bin kein Personal Brand. Was soll das? Ich bin kein... Doch, du bist ein Personal Brand. Egal, wie groß dein Markt ist, den du im Moment bedienst, es funktioniert alles nach den Prinzipien des Brandings, der Identity. Identity ist Energy. Information ist Energy. Alles, was zu dir kommt, was du wahrnimmst, ist Energy, die du bereit bist anzunehmen, ist Information, die zu dir hinkommt. Und wenn du verschlossen bist durch dein Ego ist das Nadelöhr, dein Ego ist das Tor und das ist das, wo du noch verschlossen bist. Kann ich das? Darf ich das? Wie kann ich das? Wann habe ich die Erlaubnis dazu? All diese Gedanken, die dir nicht erlauben, ein Rebranding zu machen, von deiner Mangel-Identity, von deiner Ego-Identity, von deiner Identity, die du früher warst, von deiner Identity, die dir deine Eltern gegeben haben, die du dann übernommen hast, die du dann weitergetragen hast in deine Welt, in deine Realität. Dieser krasse Shift ist notwendig. Und der Zeitstrom, die Zeit, die vergeht, wo du glaubst, dass es dauert, bis alles etabliert ist, bis du dir die Erlaubnis gibst, dich zu etablieren, das ist die Zeit, die es dauert. Die Zeit, die es dauert, bis dein Ego seine Klappe hält und dein Divine Design mit dir spricht, dein Divine Mind. Diese Zeit dauert es. Und
darum ist es so, so wichtig, dass du verstehst, dass es nur um dich geht. Also es geht um dich, wer du bist und dein Brand. Und ich habe das alles studiert. Ich habe studiert, wie unser Universum funktioniert. Ich habe durch meine Krankheit, durch meinen Heilweg rausgefunden, um was es sich wirklich nur dreht. Und wie es hier geht auf Erden, wie es hier geht in der Materie, wie Materie aus Energie, aus nicht materiellem, physikalischem Mindset, Gedanken entsteht. Und du hast keinen Ausweg, du kannst es nicht brechen. Du kannst es nicht brechen. Es gibt nichts. Du kannst streiten, du kannst zappeln, aber wenn du etwas verändern willst, musst du dich verändern. Neville Goddard sagt es auch immer wieder. Nothing to change but self. Und Self bist du. Self ist deine Identity. Self ist dein Brand, um in den heutigen Terminologien zu sprechen. Und du bist ein Brand, ob du dich vermarktest, ob du dich verkaufst, ob du dich anbietest. Du bist ein Brand, du bist ein Somebody hier in dieser Welt. Und um dieser Somebody, um dieser jemand, um dieser Brand zu werden, musst du dir erlauben, ein Rebranding zu fahren, ein komplettes Rebranding. Und die Annahme, dass ein Rebranding so entsteht, was du im Außen siehst, neue Verpackung, neue Claims, neue Slogans, neues Logo, was steckt dahinter? Für alle die von euch, die ein bisschen von Business eine Ahnung haben, was steckt hinter einem Brand? Da steckt eine Brand Identity. Und das ist es. Die wird vorher ausgearbeitet und nachher wird sich überlegt, wie drücke ich sie aus? Und das Ding ist, du funktionierst wie ein Brand, aber du hast dir nie überlegt, was ist meine Brand Identity und wie drücke ich sie aus? Du machst es einfach so, wie man dir gesagt hat, hier ist deine Brand Identity und so drückst du sie aus. Du hast dich noch nie analysiert. Du weißt nicht, wer du bist. Aber du weißt, was da draußen passiert. Du weißt, wie dein Brand wahrgenommen wird. Du weißt, wie du wahrgenommen wirst in dem, wie deine Welt da ist, da draußen. Und wenn du diese Welt haben möchtest, dass du wahrgenommen wirst als reich, als erfüllt, als gewollt, als absolut perfekt, als außerordentlich, als Brand der ersten Wahl von deinem SP, von jedem SP, von jedem P, von jeder Person, die dir begegnet, das möchtest du, weil du bist ein Brand, du bist ein Sein, du bist ein Seinszustand. Du kreierst eine Reality, du bist Reality, du bist Brand, du bist alles. Du kannst tun, so tun, als wärst du es nicht, aber du bist es trotzdem. Du bist das, was du gerade bist. Und wenn dir das nicht gefällt, brauchst du ein komplettes Rebranding. Und hier geht es nicht darum, ob du sagst, ja, ich will ja gar kein Personal Brand zu sein, ich will ja gar nicht auf Social Media, ich will ja gar nicht auftreten. Du bist es trotzdem. Du bist es. Und wenn du nur eine Person hast, die dich reflektiert, und wenn du nur einen Hund hast oder eine Katze oder ein Haustier, du bist es. Und wenn du nur Pflanzen hast und wenn du dich im Busch versteckst, und wenn du meditierst in einer Höhle, du bist das, was du bist. I am the I am. I am what I am. Ich bin, was ich bin. Ich bin's. Und wenn es dir nicht gefällt, und ich gehe davon aus, dass es dir nicht gefällt oder dass dir Dinge nicht gefallen, dass du Sachen anders haben möchtest, dass du deine Liebesbeziehung anders möchtest, bedeutet, du musst jemand anders sein. Du musst wissen, dass du wirkst, wie du wirkst. Du musst all das festlegen. Das ist Branding. Geh auf Google und schau nach, wie geht
Branding, dann weißt du, wie Manifestation geht. Dann weißt du, was zu tun ist. Und alle, die mich fragen nach einem Tipp, Okay, ich gebe dir einen Tipp für Branding. Entwickle einen Brand, den du geil findest, wo du davon ausgehst, dass ihn alle anderen geil finden. Ein Tipp. Jeder fragt immer, gib mir einen Tipp, das ist der eine Tipp. Aber was steckt hinter dem einen Tipp? Was bedeutet dieser eine Tipp für dich? Du musst neu werden. Egal, ob du es dir erlaubst oder nicht. Warum solltest du dir nicht erlauben, jemand Neues zu sein? Jetzt in diesem Moment, warum solltest du nicht in eine neue Brand Identity, in eine neue Identity jetzt reingehen? Ich frage dich, warum machst du es nicht, wenn dies dieser eine Tipp ist? Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle live da seid. Gehen wir in Interaktion. Warum machst du es nicht? Warum setzt du diesen einen Tipp, den ich hier auf YouTube, den ich auf all meinen Social Media Kanälen immer wieder gebe, immer wieder sage ich, wie es funktioniert. Ich sage, wie es zu tun ist. In meinen Programmen, in der engen Zusammenarbeit. Ich sage es immer wieder auf zig verschiedenen Arten und Weisen. Wenn du es schnell haben willst, warum machst du nicht deinen Shift jetzt? Ich frage ganz, ganz ehrlich, schreib mir bitte in die Kommentare, vor allem auch hier auf YouTube, warum veränderst du dich nicht jetzt zu einer Person, die sich so gut fühlt, so reich fühlt, so wertvoll fühlt, so gewollt fühlt, so geliebt fühlt, so das Zentrum, als das Zentrum der Welt, als das Wichtigste auf der ganzen Welt. Sag mir bitte, wenn du weißt, dass es so funktioniert, dass du dich verändern musst, warum machst du es nicht? Warum nicht? Ich kann es dir sagen. Weil du Gedanken, Annahme und Rückschlüsse hast, die dir das verbieten, tatsächlich. Die dir verbieten, einfach zu sagen, Schluss mit der alten Scheiße, Schluss mit Armut, Schluss mit abgelehnt sein, Schluss mit weinen, weil irgendeine spezielle Person mich nicht will oder mich so nicht will, mich ablehnt oder was auch immer. Schluss damit. Ich weiß, wer ich bin. Und das ist wichtig. Du musst wissen, was es heißt, Divine Design zu sein. Du musst wissen, was es heißt, göttliches Design zu sein. Du musst wissen, dass du alles bist, was hier ist, weil du die einzige Kraft, einzige Ansicht, einziger Denker, einziger Annehmer, einziger Rückschließer, einziger Geschichtenerzähler, einziger Interpretator in deinem Universum bist du. Du. Alles, was dir andere sagen, wird von dir verarbeitet, wird von dir interpretiert, wird von dir zu dem gemacht, was es ist. Du machst alles. Du. Du sagst alles. Du denkst alles. Du siehst alles. Und jetzt ist hier nochmal meine Frage. Warum siehst du nicht alles anders? Warum interpretierst du nicht alles anders? Warum manifestierst du dir nicht einfach alles anders, wenn es so geht? Warum machst du es nicht? Weil du immer noch glaubst, es sei nicht in Ordnung. Aber jetzt überlege dir mal, ich gebe dir noch einen super wertvollen Tipp. Du bist Brand Manager. Ich komme zu dir und sage, ich möchte rebranden. Bitte, rebrande mich. Dann fragst du mich, wer willst du sein? Was willst du ausdrücken? Was willst du darstellen? Was willst du bedeuten? Wie willst du deine Realität sehen? Und dann sage ich, I'm a Divine Design Woman.
Ich will eine göttliche Realität, wo alle glücklich sind, ermächtigt sind, fröhlich sind, reich sind, erfüllt sind, ihre erste Priorität leben, den Genius in sich selber sehen. Ja, das will ich. Divine Design will ich sein. Göttliches Design, fehlerhaft und absolut perfekt in jeder Situation, in jeder Lebenslage. Das will ich. Das ist mein Brand. Weil das ist mein Urbrand, das ist meine Essenz. Die trage ich nach außen. Bitte, rebrande mich. Okay, und was musst du dann sagen? Was hast du für Ansichten? Was hast du für Gedanken über dich, über andere, über diese Welt? Was sind deine ganzen Perspektiven? Wie wirst du gesehen? Wie wirst du wahrgenommen? All dieses, du brauchst eine ganze Brand World für dich. Tritt ein, werde neu in allen Lebensbereichen. Warum tust du es nicht? Ja, da kommt eine Frage. Danke dir. Ich will zum Beispiel aktuell unter anderem meine damalige beste Freundin zurück manifestieren und der Freundschaft von damals. Du hast mir mal gesagt, dass man sich auf ein bestimmtes Objekt versteifen soll. Habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe es sicher nicht gesagt. Das bestimmte Objekt, auf das du dich versteifen sollst, das bist du. Du allein. Das wäre aber auch ein limitierter Belief, wenn man das bestimmte Objekt nicht manifestieren soll. Genau, hier, so viel habt ihr noch nicht verstanden. Was ist daran? Ich bin das bestimmte Objekt. Ich bin die spezielle Person. Ich. Und ich werde nur reflektiert von meinen Spiegeln, die sagen mir, wer ich gerade bin. Alle Menschen sagen mir, wer ich gerade bin. Und was sie mir sagen, wird von mir interpretiert. Und ich bin das einzige Objekt hier. Und wenn du dich von irgendwelchen außerhalb von dir stehenden Objekten abhängig machst, in dem, wer du bist, wie du über dich denkst, wie du über die Welt denkst, dann hast du es leider noch nicht verstanden. Weil du denkst es ja. Du denkst alles. Es ist so, so wichtig, dass du dich tatsächlich als Brand verstehst. Und ich nehme einfach das Wording, Identity, Personality, das ist genau das Gleiche. Wer bist du gerade? Bist du jemand, der in Erfüllung und Fülle lebt, weil du weißt, es ist Energie, es ist ein Seinszustand, es ist ein State. Und denkst du gerade aus diesem State heraus? Wie denkt jemand in seinem erfüllten Wunsch? Wie denkst du, wenn du absolut durchgebrandet bist? Zack, perfekte Identity, perfect brand. Was denkst du über dich? Stehst du morgens auf? Was denkst du über dich? Was denkst du jetzt über dich? Das ist Branding, eine Brand Message. Was ist deine Brand Message, die du selber in dir trägst? Was ist die Message, die andere erreichen soll, wenn sie mit dir zu tun haben? Egal wie. Und weißt du, es ist so wichtig, andere haben mit dir zu tun in dem Moment, wo du an andere denkst. Haben andere mit dir zu tun. Sofort. Wer bist du? Bist du großartig? Erkennst du dieses Spiel dieses Lebens? Erkennst du deine Divine Design Soul Blueprint? Erkennst du, dass du nichts falsch machst, wenn du nicht glaubst, du machst etwas falsch? Erkennst du, wie großartig du bist? Erkennst du, dass du nichts beweisen musst für das, was du festlegst? Was hat ein neuer Brand, der auf den Markt kommt, der sich vermarktet, der sich brandet, der sich positioniert, ein neues Produkt, was hat das bewiesen?
es kommt neu, es gibt was ganz Neues, es hat noch nichts bewiesen, es ist einfach da. Was ist es? Es ist deine Neugier, die entfacht wird. Es ist deine Neugier, weil du wissen willst, wow, was ist so toll daran? Die erzählen mir, das ist so toll. Ich will wissen, was ist so toll daran? Und es hat dir noch nichts bewiesen. Der Brand kommt auf den Markt und sagt, ich bin Genius. Ich bin Genius. Ich bin das geilste in meinem Produktbereich. Ich bin das geilste Angebot ever. Jeder muss es haben. Jeder muss es haben. Jeder will es haben. Hier stehe ich. Kauf mich. Das ist Branding. Kauf mich, will mich, liebe mich. Sei von mir begeistert, will mehr von mir. Jedes Produkt, das so auf den Markt kommt, positioniert sich so. Wird so positioniert. Aber es ist kein Unterschied. Alles funktioniert danach. Alles funktioniert danach. Ich sage, wer ich bin. Ich sage, wie ich gesehen werde. Ich sage, wie ich gewollt werde. Ich sage, wie ich nachgefragt werde. Ich sage, wie speziell ich bin. Ich sage, wie außergewöhnlich ich bin. Ich sage das. Es funktioniert, aber wenn alte Gedanken und Annahmen kommen, weil sie doch irgendwo vorhanden sind. Ja, alles ist vorhanden. Alles ist vorhanden. Jeder Gedanke, jede Annahme ist vorhanden. Like jede. Und es wird immer so sein. Weil alles ist schon fertig. Alles ist schon vorhanden. Alles ist vorhanden. Aber du wählst doch. Du hast die Kraft, du hast die Macht, du hast die Power. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Wenn ich in ein Restaurant gehe und sage, ja, aber da ist ein Essen immer noch auf der Karte, das habe ich früher bestellt. Immer habe ich es bestellt, das war mein super, super Essen, das wollte ich immer in diesem Restaurant. Ich bin immer in dieses Restaurant gegangen, um genau dieses Menü zu bestellen. Heute kommt mir das Kotzen. Ja, mein Gott, dann bestelle ich es doch einfach nicht mehr. Dann bestelle ich es nicht mehr. Die können es immer noch kochen in der Küche. Servicepersonal bringt es immer noch. Es ist immer noch auf dem Menü. But what do I care? Das ist mir doch scheißegal. Ist doch mir wurscht. Und ich kann immer noch die Sachen bestellen, die ich möchte. Ich bin heute vegan geworden. Alrighty. Dann bestelle ich halt vegane Sachen und sage denen doch nicht, dass sie nicht mehr vegetarisch oder sogar Fleisch anbieten dürfen. Ich bin vegan. Hallo? Was bedeutet das für mich, für mich, für mich, für mich, für meine Ernährungsweise, für das, was ich auswähle, für das, was ich kaufe, was ich bestelle, was ich koche, was ich zu mir führe? Ich habe entschieden, ich bin vegan. Ab heute esse ich vegan. So jetzt? Was hat es mit dir zu tun? Was hat es mit dem Rest der Welt zu tun? Ich bin heute vegan. Ab heute bin ich vegan. Und weißt du, wie lange? Keine Ahnung, ich setze es fest, ich wähle es und an dem Tag, wo ich wähle, dass ich wieder Fleisch esse, eine andere Art und Weise der Ernährung wähle, then I do it. Ich bestimme doch, ich kann doch bestimmen, was ich mache, was ich denke, was ich will. Warum könnt ihr das nicht durchziehen? Warum könnt ihr keine Entscheidung treffen, wer ihr seid, wie ihr denkt, was ihr tut, was ihr macht, was euch begeistert? Euch selber. Warum ist da etwas, was euch programmiert? Warum erlaubt ihr, programmiert zu sein? Warum erlaubt ihr, Dinge zu denken, die ihr nicht denken wollt? Warum erlaubt ihr euch, Dinge zu essen, die ihr nicht essen wollt? Warum erlaubt ihr euch, Arbeiten zu arbeiten, die ihr nicht arbeiten wollt? Weil. Dieses ganze Weil ist in deinem Kopf. Ich manifestiere gerade Fülle und Reichtum. Aber ja, jetzt kam schon wieder eine Rechnung rein und es muss gelöst werden. Also muss ich den ganzen Tag die Annahme haben, dass ich es bezahlen kann. Ha ja? Ich meine, willst du den ganzen Tag die Annahme haben, ich kann es nicht bezahlen, ich kann es nicht bezahlen, ich kann es nicht bezahlen und damit dich in eine Realität katapultieren, in der du es nicht bezahlen kannst? Hä?
Ich kann es auf jeden Fall bezahlen, auf jeden Fall. Ich kann immer meine Rechnungen bezahlen. Ich kann auf jeden Fall meine Rechnungen bezahlen. Ich weiß ganz genau, dass ich immer meine Rechnungen bezahlen kann. Ich bin jemand, ich bezahle immer meine Rechnungen. Ich kaufe absolut bewusst ein. Ich kaufe keine Sachen, die ich nicht bezahlen kann. Ich kaufe nichts, was ich nicht brauche. Ich kaufe absolut bewusst. Ich bin ein bewusster Käufer. Ich kaufe bewusst. Und ich bin so bewusst, dass ich nur kaufe, wenn ich bezahlen kann. Und ich kaufe, was ich bezahlen kann. Und wenn etwas kommt, was ich nicht bezahlen kann, weil ich es gekauft habe in meiner alten Identity, dann gehe ich heute davon aus, dass ich es absolut bezahlen kann. Ich weiß genau, was zu tun ist, damit ich es bezahlen kann. Es gibt immer eine Lösung für mich, egal in welchem Bereich. Ich bin die Lösung. Die Lösung ist da. Die Lösung ist in meinem Kopf. Ich weiß, was die Lösung ist. Und plötzlich macht es BÄM. Das ist zu tun. Das ist zu tun. Und dass die Lösung nicht das ist, dass das Geld zu dir flattert heute aus heiterem Himmel und du es einfach so bezahlen kannst, es ist egal, was die Lösung ist. Du gehst zur Lösung. Und du sagst nicht, was die Lösung ist. Du bist die Lösung. Und wenn die Lösung ist, keine Ahnung, jemanden zu bitten, dir das Geld zu leihen, dann ist es die Lösung. Nee, das will ich nicht. Nein, ich will dir nicht das Geld ausleihen. Nein, ich rede nicht mit anderen Leuten. Andere Leute dürfen nicht wissen, wie meine finanzielle Situation ist. Ich lasse mir in dem Fall nicht helfen. Ja, dann, okay, dann lasst du dir halt nicht helfen. Das wird dir einfach reflektiert. Das ist dein Ding. Es ist in deinem Kopf. Jeder darf mir helfen. Ich nehme jede Hilfe an. Unterstützung wartet auf mich auf allen Ecken und Enden. Es kommt, die Lösung kommt zu mir. Es ist meine Lösung. Meine Lösung ist schon da. Ich stoße keine Lösung zurück. Ich nehme alles an, was mir dienlich unterstützend ist, weil ich bin wert. Ich bin wertvoll. Jeder darf mich unterstützen. Jeder darf mir dienen. So. Weil manchmal unser Gefäß noch so voll ist und zuerst geleert werden muss, sonst passt nichts Neues rein. Transformieren. Jemand Neues sein. Nicht leeren. Jetzt leere ich. Nein. Nee, Mann! Weg damit! Ich bin neu. Ich bin die ich bin. Ich sage, wer ich bin. Ich mache mir. Notizen, ich schreibe, ich bringe es in meinen Kopf, ich verkörpere es. Ich bin number one. Ich staune immer wieder, wie in meinen Coachings, die Leute durch die Decke gehen, in ihr neues Selbst eintreten. Dann steigen sie aus meinem Programm aus, aus der engen Begleitung und gehen wieder zurück zu los. Wie bei Monopoly. Warum tust du das? Das ist die Sache. Weil du noch nicht gelernt hast, stabil und stur bei dir zu bleiben. Und manche müssen das halt lange lernen. Manche sind von Natur aus stur und beharrlich. Andere sind von Natur aus ängstlich. Aber deine Natur kann verändert werden. Aber das kommt erst, wenn du dein Denken veränderst. Und dein Denken geht immer wieder zu Default zurück. Sonst wäre ja meine Arbeit nicht so wichtig. Deswegen sind ja diese Kurse, diese Trainings, diese Masterminds, die ich anbiete, so wichtig und so erfolgreich. Weil sie die Leute im Divine Design halten, in ihrer Divine Design Identity und mehr dieses Denken verinnerlichen helfen. Warum ist im Sporttraining so notwendig? Warum gibt's Mindset-Training? Warum gibt's Coaches? Warum? Ja, Geldmacherei. Ha, nee. Wenn es richtig gemacht wird, dann ist es kein Geldmacherei, sondern dann ist es dich immer wieder dahin zu drücken, wo du hingehörst. Und wenn du dich nicht drücken lassen willst, natürlich, dann dauert's halt lange. Oder ewiglich. Und ich habe auch schon wieder heute in einem Programm, in Geliebt, Verehrt und Außergewöhnlich, schreibt mir eine Teilnehmerin, ich muss von meiner Nachbarin das Haus renovieren. Ich arbeite 12 Stunden und deswegen kann ich die Hausaufgaben, die ich für mich mache, weil ich für mich in dieses Programm gegangen bin, nicht machen.
Und ich habe sogar Anreize geschaffen, dass es so, so easy ist, wirklich für dich zu gehen, für dich zu sprechen, für dich Zeit aufzuwenden, für dich da zu sein, dich zu unterstützen, dich zu führen, dich als Priorität zu sehen, dich als Priorität zu nennen und zu behandeln. Aber nein, dann sagt die, ja, und dann hat die Nachbarin zu mir gesagt, sie ist die, ich bin ihre Schwester, die sie sich immer gewünscht hat. Und das lässt mein Herz hochschlagen und deswegen kümmere ich mich jetzt lieber um die Nachbarin, anstatt dass ich hier bin in diesem Programm, wo ich einen Monat für mich committed habe, setze ich die Nachbarin an Number One Stelle. Warum macht ihr sowas die ganze Zeit? Warum? Weil ihr euch nicht wichtig genug seid, weil ihr People Pleaser seid, weil ihr glaubt, People Pleasing bringt euch das, was ihr wollt. Geliebt, verehrt und außergewöhnlich zu sein. Das kommt nicht durch People-Pleasing. Glaub's mir, trust me. Es kommt dadurch durch Self-Pleasing, dass du selber deine Number One bist. Da ist dein Zeug. Und wenn du das nicht machst, wird dein SP dich nicht so behandeln und der Rest der Welt auch nicht. Es wird nicht sein, du wirst nichts verdienen können. Du wirst es nicht bekommen können durch Leistung für andere, wenn du nicht zuerst für dich die bist. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Mein Problem, ich habe wochenlang in der Annahme und dann gibt es wieder Zweifel, weil sich nichts verändert. Ja, das ist dein Problem. Weil du nicht weißt, dass die Veränderung unsichtbar ist, bevor sie sichtbar ist. Weil du nicht vertraust, weil du das Prinzip, wenn du dem Prinzip nicht vertraust, weil du dir nicht vertraust, weil du deinem Weg nicht vertraust. Und dieses Vertrauen in dich, in dein Prinzip, in deine Divine Essence, in dein Soul Blueprint, in das Prinzip der Energie, das kannst du nur bekommen, wenn du es wirklich verstehst. Wenn du es wirklich verstehst. Wenn du erkannt hast, dass alles, was da draußen ist, nur deinen Seinszustand reflektiert und du darauf wartest, bis diese Reflexion deinen neuen Seinszustand reflektiert, weil du so beschäftigt bist, in deinem Seinszustand zu sein, dir das neue Denken beizubringen, zu trainieren, für dich da zu sein, dich selbst zu reflektieren. Warum musst du schauen, was da draußen passiert? Wozu? Es kommt doch alles zu dir. Das fällt, deine Reflexionen fallen dir in den Schoß. Sie fallen dir in den Schoß. Du kannst busy sein mit dir selber. Du kannst busy sein mit den Dingen, die dich begeistern. Du kannst auch busy sein mit der Renovation des Hauses deiner Freundin, wenn du dir Zeit für dich nimmst. Und dazu muss ich natürlich noch sagen, die Hausaufgabe in geliebt, verehrt und außergewöhnlich, das ist eine Minute. Und wenn du es richtig krass machen möchtest, weil ich habe einen Gewinn ausgeschrieben, machst du 50 Mal eine Minute am Tag. Es sind 50 Minuten. 50 Mal eine Minute am Tag. Hä? Für dich. 50 Minuten am Tag für dich alleine. Für ein Programm, für das du bezahlt hast, für das du dich committed hast, wo eine Aufgabe eine Minute gehen sollte. Und wenn du 50 Mal diese eine Aufgabe machst, die eine Minute dauert, 50 Minuten pro Tag für dich investierst, der Tag hat 12 Stunden. Dein Tag hat vielleicht sogar noch mehr wie 12 Stunden. Was ist das Problem, 12 mal eine Minute, 50 Minuten, weniger als eine Stunde pro Tag, von diesen 12 plus Stunden pro Tag für dich aufzuwenden? Warum bist du so unwichtig? Warum ist dein Brand, warum ist deine Identity, warum ist dein Seinszustand, warum ist deine Realität so unwichtig? Warum? Bist du so langweilig?
bist du so langweilig. Langweilst du dich mit dir selber? Findest du dich so uninteressant? Oder warum ist es nicht toll, dich mit dir zu beschäftigen? So wahr, was du sagst, es muss aus einem Selbst herauskommen und das wahre Selbst, das erstmal in Wahrheit, Göttlichkeit gefühlt werden, ohne dass doofe Gedanken reingrätschen. Und du kannst nichts fühlen, ohne es vorher zu denken. Du fühlst immer dein Mindset. Dein Mindset hast du bewusst oder meistens leider unbewusst über deine Ego Mangel Identity drumherum gebastelt. Und diesen neuen Mindset aus deinem Divine Mind als normal, als normale Denkstruktur, Annahmenstruktur, Überzeugungen, als Wissen. Ich weiß, ich bin göttlich. Ich weiß, ich bin perfekt. Ich weiß, dass alles, was ich tue, aus meiner göttlichen Perfektion, aus meinem Herzen, aus meiner Überzeugung über die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit kommt. Das weiß ich. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wer ich bin, wenn ich traurig bin. Ich weiß sogar, wer ich bin, wenn ich in meinem Mensch bin. In meiner Verzweiflung, in meinen Ängsten. Aber ich habe gelernt zu wissen, wer ich bin. Und das ist diese Number One Fact. Ich muss lernen, wer ich wirklich bin. Ich brauche meinen Brand. Ich brauche meinen Divine Design Brand. Ich brauche nicht meinen Mangel Brand. Ich brauche nicht meinen Brand aus der Vergangenheit. Ich brauche mich jetzt und hier als das, was ich wirklich bin. Und dazu muss ich mich als erste Priorität ansehen. Und dieser große Schmerz, den ihr immer habt, weil euch euer SP nicht als erste Priorität anseht, ist nur die Reflexion des eigenen inneren Schmerzes, wo ich sage, ich bin es nicht wert, mich selbst als erste Priorität zu sehen. Das ist eine riesengroße Lüge. Weil wenn du erkennst, dass du es bist, der das hier schmeißt, auf Schweizerdeutsch wird es heißen, du bist der Dutchmaster von deinem Leben, Touchmeister, was auch immer, wie das übersetzt heißt. Du hast die Zügel in der Hand, du, da ist niemand, du bist allein. Und setz dich auf deinen Thron, setz dich auf deinen Thron in deiner Realität. Da ist niemand, der dich abhalten kann, da ist niemand, der dir Erlaubnis geben muss. Du musst es tun für dich. Du. Ich habe eine Masterclass, die heißt Divine Design Integrity Code. Bist du integer zu deinem Divine Design? Oder bist du immer noch integer zu deinem Mangel Design, zu deinem Ich bin nicht gut genug Design? Bist du integer zu deinem People Pleaser? Bist du integer zu deinem Selbstsaboteur? Oder bist du integer zu deiner Divine Design Identity? Das ist immer die Wahl. Das ist immer die Wahl. Wer bist du jetzt? Wer bist du jetzt? Wer bist du jetzt? Und ich hoffe, dass du jetzt nicht mehr der oder die bist, die sich vor 38 Minuten in diesen Livestream eingeschaltet hat. Ich hoffe, dass du dich jetzt in den nächsten Minuten, wo ich diesen Livestream beende, wenn keine weiteren Fragen kommen, dass du dich hinsetzt und entscheidest, wer du bist und diese Entscheidung nie wieder revidierst. Diese Entscheidung aus deinem höchsten Divine Self triffst und sagst, logisch, das war ich schon immer, logisch, wenn ich mir so viel Blödsinn, so viel Mangel, so viel Leid, so viel Unterdrückung, so viel Entmächtigung niemals reingezogen hätte, wäre ich jetzt die. Also, wunderbar. Höre ich auf damit und ziehe mir nur noch Divine Design rein. Zieh mir göttliche Liebe, bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe heißt bedingungslose Perfektion. Zieh mir das jetzt rein. Ich bin das.
Und wenn die Welt da draußen untergeht, so sieht es bei mir gerade übrigens da draußen aus, bin ich es trotzdem. Ich bin das. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß die Wahrheit. Ich weiß, wie Energie funktioniert. Ich weiß, dass ich der einzige Energiegenerator bin. Und ich, Energie ist mein Seinszustand. Meine Energie kommt aus meinem Kopf. Aber ich meine, ich komme aus der Betriebswirtschaft. Ich weiß, was es heißt, konzeptionell zu arbeiten. Und ein Konzept hat ganz, ganz viele Perspektiven, die einbezogen werden. Das ist ein Konzept. Und deswegen ist Selbstkonzept, das Konzept meines Selbst, mein Brandkonzept, mein Identity-Konzept, ist vielfältig. Und ich muss mir diese Zeit nehmen, um dieses Konzept auszuarbeiten, festzulegen und umzusetzen. Das ist Unternehmensführung. Ich bin ein Unternehmen. Ich bin mein Unternehmen. Ich bin mein Unternehmen Divine Design. Und das seid ihr auch. Im Moment seid ihr euer Unternehmen Mangel Design, Ego Design in individueller Ausführung. Jetzt kommt es darauf an, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen Divine Design zu sein, deine individuelle Divine Design World, wo du diesen Brand für dich individuell auskonzeptionierst, erbaust. Das ist das Prinzip dahinter. Das ist das Prinzip hinter Divine Design World. Weil wir haben alle geglaubt, wir sind Mangel Design. Haben unsere Welt da drin aufgebaut, haben unser Konzept gemacht, unser Lebenskonzept, unser Businesskonzept, unser Beziehungskonzept, alles aus dem, was ich damals glaubte, in einer limitierten Welt, wo ich mich als limitierter Mensch wahrgenommen habe. Jetzt bist du aber hier, weil du verstanden hast, dass es ja einfach nur ein Konzept war. Ein limitiertes Konzept, aber du weißt, dass Energie unlimitiert ist, dass unser Universum, dass unser Seinszustand unlimitiert ist. Und jetzt bist du aufgerufen, aus diesem Wissen dir ein neues Konzept zu machen, ein neues Brandkonzept, ein neues Lebenskonzept, dein ganzes Unternehmen leben, dein ganzes Unternehmen, ich bin mein Leben, ich bin mein Design, aus der göttlichen Perfektion, aus der Perspektive der Unlimitiertheit, aus der Endlosigkeit und aus der Grenzenlosigkeit neu zu erschaffen. Wie geil ist das denn? Du kannst es einfach machen, weil du es verstanden hast. Und du musst dich aber hinsetzen und du musst dein Unternehmen neu aufsetzen. Dein Unternehmen leben. Und selbst wenn du ein Business-Unternehmen hast, wenn du wirklich Unternehmer, Unternehmerin bist, du brauchst dein ganzes Lebenskonzept. Du brauchst dein Beziehungskonzept. Warum gehen so viele Beziehungen kaputt, wenn Frauen, insbesondere Frauen, auch bei Männern, plötzlich erfolgreich sind im Unternehmen, im Business? Weil sie nicht gelernt haben, alles zu integrieren, weil sie nicht gelernt haben, zu sagen, mein Gott, ich bin der Brand, ich bin mein Unternehmen, ich bin mein Business, ich bin mein Konzept. Ich muss alles abgleichen. Das ist the new secret. Keiner sagt dir das. Keiner sagt es dir. Glaube mir, es sagt dir niemand. Jeder sagt, du musst das machen oder du musst das machen, du musst dich auf das fokussieren, du brauchst Strategie, du brauchst bla 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 und du musst hier schauen. Du brauchst ein Konzept von dir, wie eine Blume, und dann gehst du in all deine Lebensbereiche und du bist das Center. Du bist das Zentrum im Divine Design. Jetzt hast du das gleiche Konzept. Du bist das Zentrum im Mangel Design. Ich kann nicht, das geht nicht. Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Partner, ich habe keine Unterstützung. Mangel Design. Aber da darfst du raushüpfen und du darfst in dein Divine Design reinhüpfen. Ich bin alles, ich kann alles. Ich bin absolut ermächtigt, meine Energie generiert und kreiert. Das bin ich. So ist mein Business.
So ist meine Partnerschaft, so sind meine Beziehungen, so ist meine Familie, so ist mein Körper, so sind meine Hobbys, so sind meine, was weiß ich, Beauty Skills, bla, was auch immer, dich begeistert. Das bist du. Aber du musst es tun. Du musst es tun. Und damit du es tun kannst, musst du verstehen, wie es funktioniert, wie es zusammenhängt. Und dann hast du alles. Alles. Es ist unlimitiert. Es gibt keine Limits. Und wenn du dir deine spezielle Person manifestieren kannst, kannst du dir auch dein spezielles Geld manifestieren, deinen speziellen Körper, deine spezielle Gesundheit, dein spezielles Business. Ich bin hier ja nur immer wieder auf diese spezielle Person eingegangen, weil du da deine Ohren öffnest. Aber ich will, dass du deine Ohren nicht nur auf deine spezielle Person oder eine spezielle Person fokussierst. Ich will, dass du siehst, dass es um dich geht. Wer du bist, wie du denkst, was dein Branding ist, was deine Identität ist. Es ist nur, du bist nur du. Nur du, nur du, du, du. Du. Niemand anders. Du. Und ich will dein Gehör schaffen. Ich will von dir gehört werden. Und du machst deine Öhrchen nur auf, wenn ich dir verspreche, dein Liebster kommt dir zurück, der lebt mit dir ein glückliches Leben. Ja, das tut er, aber du willst doch so viel mehr. Du willst doch so viel mehr, du willst doch alles. Und du kannst ja auch alles haben. Es geht alles nach dem gleichen Prinzip und der Mittelpunkt bist du. Nimm dich wahr, nimm dich ernst, nimm dich wichtig, stell dich als erste Priorität in dein Universum, mach die Arbeit, arbeite an dir. Darum geht es. Und du kannst alles haben, du kannst alles manifestieren, du hast schon alles manifestiert, was da ist. Aber jetzt bist du jemand Neues und diese Person hat natürlich was ganz anderes manifestiert. So, ihr Lieben. Am 24. Juli habe ich Geburtstag. Es kommen jetzt Selbstlernkurse raus mit genialen Rabatten. Wenn das dein Budget ist, warte darauf. Wenn du jemand bist, du sagst, ich bin hier, ich will alles, ich weiß es ganz genau, dann habe ich eine geniale Mastermind für dich. Das ist wirklich High Level. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich diese kleinen Intensivprogramme nicht mehr weiterfahre dieses Jahr auf jeden Fall. Und es gibt ein High Level Mastermind für 6 Monate, das heißt Unlimited. Und da geht es genau um deine Personal Brand Identity für deinen grenzenlosen Erfolg. Verstehst du? Grenzenlos. Das heißt in allen Lebensbereichen, als Partnerin, als Traumfrau, als Göttin, als Traum-CEO deines Unternehmens, als World Traveler, als Unlimited Person. Als Unlimited Identity, die sich, I don't give a shit. Du sagst mir, es geht nicht. Ich weiß, auf jeden Fall, alles geht. Du sagst mir, das kann ich nicht, das dauert lang. Auf gar keinen Fall. Ich weiß, ich muss es nur in mir tragen. Ich muss es sein und ich habe es. Und ich werde nicht eher ruhen, bevor ich diese Frau bin, die ich auf einen Podest stelle und die ich huldige. Ich huldige mich. Ich finde mich so genial. Ich finde mich absolut genial. Ja, das tue ich. Und das darfst du auch. Du darfst dich so genial finden. Du darfst dich hinstellen und sagen, ich bin Genius. Dr. Joe Dispenza sagt es immer. Say hello to the person next to you. Hello, Genius. Und der andere sagt zurück, hello, Genius. Aber im Kopf passiert nichts bei den meisten. Ja, das sind 100 Tausende von Leuten in Dr. Joe Dispenza Retreat. Jedes Morgen sagen sie, jeden Morgen in diesem Retreat sagt er, and turn to the person next to you and say, hello, good morning, genius. Und jeder macht, hello, good morning, genius. Und jeder denkt, fuck it, I'm not a genius. Jeder ist ein Genius. Aber du musst es eben sein und nicht, weil der Dr. Joe Dispenza zu dir sagt, turn to the person next to you and say good morning genius und du machst bla 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 good morning genius und denkst dir, wann werde ich dieser Genius sein? Wie viele Meditationen muss ich noch machen? Wie viele Retreats muss ich noch besuchen von Dr. Joe Dispenza, dass ich endlich weiß, ich bin ein Genius? Kein Moment.
Du musst einfach nur wissen, wer du wirklich bist, wie diese Sache hier im Leben funktioniert, dass du als Human Design, dass du als begrenztes Design, dass du als bedingtes Design hier programmiert, konditioniert worden bist, dass du glaubst, dass diese Realität da draußen irgendwelche Fakten hat, die du nicht verändern könntest. Wenn du lernst, in Energie zu denken, dann wirst du es begreifen, um was es geht. Da habe ich übrigens auch einen Selbstlernkurs, Masterclass, Divine Design Energetics. Schau dir das an, bring das in dich rein. Erkenne, was Energie ist und dass du Energie bist und was es bedeutet, Energie zu sein, ohne einen Körper zu haben und was es bedeutet, Energie in einem Körper zu sein. Das ist geil, das ist genius, das macht Spaß, aber das ist ein ganz anderes Ding, als du dachtest. Und du willst Strategien und du willst Step by Step und du willst Konzepte. Ja, die gibt es aus dem Divine Design, aber die sind eben ganz anders. Die haben keine Bedingung, die haben keinen Zusammenhang. Die sind einfach nur das, was du bestimmst, wie sie sind. Das ist das Geniale an der Sache. Es ist so, so anders. Und es ist so geil. Und es funktioniert. Glaube mir, alles. Geld, Liebe, andere Menschen, Beziehungen, whatever you want. Es wohnt ja alles in dir. Aber nicht in deinem Körper, sondern in deinem Mind und auch nicht in deiner Zirbeldrüse und auch nicht hinter deinem sechsten Auge. Sondern in deinem Denken, in deinem Mindset. Da sitzt es. Da sitzt es. Und dieser Mindset, der kann eben so integriert werden, dass er automatisch spricht. Und ich sage es zum Abschluss nochmal. Es ist wie eine Sprache. Am Anfang ist es holprig. Dann sprichst du ohne Grammatik. Dann sprichst du irgendwie ein bisschen besser. Und dann sprichst du fließend, dann ziehst du in das Land, in das Divine Design Land, in die Divine Design World und dann denkst du in dieser Sprache. Dann ist es deine erste Sprache. Du denkst nur noch so. Du wachst nachts auf und dein Kopf fängt an zu rattern in Divine Design Language. In Divine Design Gedanken, Gedanken aus Fülle, aus Liebe, aus Bedingungslosigkeit. Keine Angst mehr, aus Sicherheit. So funktioniert's. Verstehst du? So funktioniert's. Aber wie lang geht es? Ich kann es dir nicht sagen. Je länger, je schneller du in diese Welt einziehst, ja? Wenn du Englisch lernen willst, Spanisch lernen willst, geh in ein spanisch sprechendes Land. Geh da, wohne da, etablier dich da. Dann wirst du nachts aufwachen und wirst merken, oh, ich denke schon in dieser Sprache. Zieh ein in die Divine Design World. Zieh ein. Komm, hol dir deinen Wohnsitz dort. Spreche so mit uns in der Community oder in meinen höchsten Programmen oder kauf dir Selbstlernkurse. Aber zieh ein und lerne diese Sprache, lerne mit Menschen so zu sprechen, lerne dich so auszutauschen. Finde Leute, die in der Divine Design Welt leben. Komm dahin. Lerne diese neuen Habits, diese neuen Gewohnheiten. Lerne diese neue Sprache. Komm, zieh aus in Mangelhausen. Zieh aus in Angsthausen. Und komm in Divine Design World. Da bist du gewollt, da bist du als Genius. Komm einfach da rein und bleibe. Bleibe. That's the point. Bleibe. Und du bist ganz, ganz herzlich eingeladen. Divine Design World is open for everybody, weil es ist für jeden. Und wir sind einfach nur hier, um wirklich dir diese Sprache beizubringen, dieses Denken beizubringen, dir diese Ansichten beizubringen, damit du diese Sprache wirklich schnell lernst. Und du lernst nun mal, du weißt es am besten in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird. Also, come on! Ja, danke, du hast mir wieder die Augen geöffnet. Das ist dieser Sinn der Sache. Aber ich kann nichts für dich machen, ich kann nichts für dich
übernehmen, ich kann nichts für dich entscheiden, ich kann überhaupt gar nichts für dich tun, weil du bist in deinem Universum, in deiner Realität die einzige Kraft, Entscheidung, Quelle, Bewusstsein, Denken, Mindset, der einzige Brand, der wirklich was zu sagen hat. Und das bist du. Und wenn du es begreifst und sagst, yes, ich will Divine Design World, Divine Design World ist ein Home for Divine Design Brands, weil es eben genauso geht. Es gibt entweder Mangel Design World, da gibt es auch wie viele Milliarden Brands, Personal Brands in dieser Mangelwelt. Wow, sind alle etabliert. Ich möchte eine neue Welt, eine Divine Design World etablieren, wo diese Divine Design Brands ihre Stimme, ihren Brand dazu nutzen, diese Leute, die noch in einer anderen Welt leben, einfach abzuholen auf ihre eigene Art und Weise. Und viele sagen, alte Welt, neue Welt, aber nichts ist alt, nichts ist neu. Ich meine, Neville Goddard, Florence Scovel Shinn, 19. Jahrhundert haben die angefangen, New Thought Leaders, Bücher zu schreiben, etc. Und die Bibel und der Koran, wie alt ist das ganze Zeug? Und ihr redet alle von neuer Welt, ich rede von neuem Begriff, neues Kapieren, neues Klarmachen, neue Worte. Aber die Welt, die ist nicht neu. Es ist immer meine Welt. Und meine Welt ist immer meine Welt. Nennen sie neu, nennen sie alt. Sie ist einfach nur jetzt, ja? Jetzt, jetzt, jetzt. It's now, it's now, it's now, it's now. Wo lebst du gerade? In welcher Welt bist du? Wer bist du in dieser Welt? Wie stellst du dir vor die anderen? Wer ist mit dir in dieser Welt? Wie ist dein ganzes Script? Ja? Jeder, der von euch, der sich mal ein Buch geschrieben hat, sei es das Diplomarbeit, als sei es das irgendeine Abschlussarbeit, der weiß, was es heißt, ein Skript zu erstellen. Das Skript deines Lebens wartet auf dich. Ich bin hier, um dich dabei zu unterstützen, um dich hier in dieser Welt, in deiner Welt zu halten, um dir den Abschied von deiner alten Welt leicht zu machen. Wenn ich dir helfen darf, wenn du bereit bist, für Unlimited 6 Monate mit mir ganz, ganz eng zu gehen, dann ist das dein Place. Wenn du sagst, ich studiere alleine, warte auf die tollen Geburtstagsangebote. Unlimited ist übrigens auch bis zu meinem Geburtstag, 24. Juli, Weihnachten im Sommer, sage ich immer, im Angebot zum absolut Spezialpreis. Geh schauen auf mywellfeeling.com, findest du alles unter Live-Coaching-Angebote, das ist da, wo ich dabei bin. Dann hast du noch Selbstlernkurse. Das ist für dich aufgenommen, das ist für dich aufgezeichnet. Da bist du allein und mit mir bist du für das kleinste Investment, das du jemals haben kannst, in der Wir sind Divine Design Community. Da ist auch die Andrea Wochinger dabei, die dich unterstützt. Eine Studentin sozusagen von mir seit über 1,5 Jahren. Sie hat absolut gemacht, mein High-Level-Business-Coaching. Sie weiß wirklich alles. Sie hat ihren ganzen Divine Mind etabliert und aktiviert. Sie hat ihr Selbstmanagement absolut auf highestem Level. Sie weiß auch jede Antwort aus dem Divine Design, weil sie sich wirklich mit dieser göttlichen Quelle der Bedingungslosigkeit, der Quelle der Unlogik verbunden hat und genau so mit mir diese Divine Design World vorwärts bringt. Und du bist eingeladen, hier dabei zu sein, bei der Wahrheit, bei der Wahrhaftigkeit. Und dann geht es halt darum, du kannst nicht mehr Bedingungen für dich selber oder für andere vorgeben, sondern hier geht es um ein absolut bedingungsloses Leben. Und ich freue mich und ich werde nicht ruhen, bis zu meinem letzten Tag hier zu predigen und zu sagen, alles ist möglich, du bist alles, du bist möglich, du bist es. Es geht nur um dich und es ist kein Egoismus, es ist ein göttliches Prinzip, es ist ein energetisches Prinzip. Und dieses energetische Prinzip kannst du nicht brechen, indem du dich klein machst, indem du andere auf ein Podest stellst, indem du andere
Sachen als die, die dich selber begeistern, als wichtiger nimmst als die Dinge, die dich wirklich begeistern. In diesem Sinne bringe ich diesen Livestream zum Ende und ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass ihr alle da wart. Ihr könnt natürlich noch weiterhin kommentieren und Fragen stellen, aber es ist eins gesagt, es bist du, es liegt an dir und es gibt keine Limite, nichts kann dich aufhalten, nichts kann dich begrenzen als du selber. In diesem Sinne, teile diesen Livestream, kommentiere weiter. Hol die Leute in die Divine Design World. Melde dich zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Mitgliederkanal an. Da kriegst du rohe Videos, die mir einfach so kommen und ich haue sie live raus. Nichts geschnitten, nichts, gar nichts, sondern so wie es da ist, kriegst du da diese Nuggets. Okidoki. Jetzt muss ich das hier zu Ende bringen und ich weiß nicht, wo ich klicken soll. Ups, ich glaube hier oben rechts ist immer ganz gut. Nö. Hier auch nicht. Endstream. Ganz einfach. Bye.